Eine barocke Führung durch das 1000 Jahre alte Brockwitz gab es am 15. Juni für alle Interessierten. Ernst Miltitz, Lehnsherr und Herr über die Schlösser Scharfenberg, Batzdorf und Siebeneichen, persönlich empfing seine Brockwitzer Untertanen zum Spaziergang. Zunächst versammelte man sich in der Kirche des Coswiger Stadtteils. In der vollbesetzten Kirche erfuhren die Gäste so manches über den Ort aus längst vergangenen Zeiten. Das älteste erhalten gebliebene Dokument erwähnt Brockwitz im Jahr 1013. Niedergelassen haben sich die ersten Dorfbewohner schon Jahrhunderte zuvor im Zuge der slawischen Besiedlung. Doch noch lange vor den Slawen in der Jungsteinzeit haben hier bereits Menschen gelebt. Die teils amüsanten Geschichten wurden dargeboten von Schauspieler und Kunstpreisträger Herbert Gretke. Die Führung durch den Ort führte die Gäste auch auf den Friedhof hinter der Kirche. Ziel war ein ganz besonderes Grab. Hier wurden verschiedene Relikte betrachtet und Geschichten erzählt. Im Mittelalter mussten zum Beispiel Mörder für ihre Opfer Sühnekreuze errichten. Die Führung führte noch zum Pfarrhaus in Brockwitz, zur Gründelmühle und zum Haus des Bäckers Sachse. Alles Orte, die in die Geschichte Brockwitz eingegangen sind. Die Geschichte hat das Dorf nicht verschont. Kriege und Feuersbrünste, Hungersnöte, Dürre und Hochwasser sind über Brockwitz hinweggegangen. Aber immer wieder blühten Industrie, Handwerk und Landwirtschaft auf. Erstrahlten Wohnhäuser, Schule und Kirche in neuem Glanz. Bis heute.